Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Project Zero, die Priesterin des Schwarzen Wassers. Ja, aus dem Game Over Bildschirm heraus, das hatten wir auch noch nicht, aber die letzte Folge haben wir genau hier beendet. Ja, wir haben Yuri gefunden und rennen mal wieder vor dieser schwarzen Braut, glaube ich, ist es, hier weg. Und dabei bin ich halt einfach mal gestorben. Wer hätte es gedacht, das erste Mal. Ja, wer die letzte Folge verpasst hat, kann ja gerne in die Infokarte klicken. Da habe ich die Folge nochmal verlinkt. Und ich würde sagen, wir legen los. So, letzter Kontrollpunkt laden von vor 2 Minuten. Ich hoffe, naja, so viel zum Wiederholen ist ja dann jetzt nicht, ne? Können wir das hier nicht auch... Ja, das können wir doch auch. Filmsequenz überspringen. Diese Filmsequenz möchte ich auch überspringen. Und weglaufen. Es ist auch so unglaublich schwierig. Lauf doch einfach mal weg. Was machst du denn? Alter. Yuri ist schon wieder sonst wohin. War gerade auch echt mein Problem, also mein Fehler. Ich habe schon wieder die falsche Taste am Anfang gedrückt. Ich denke mal, wenn ich jetzt einfach ein bisschen aufpasse, dass ich nicht in sie reinrenne oder mich, wenn dann halt schnell genug heile, sollte das schon klappen hier. Hä? Einmal reinrennen und schon tot? Ach, doll. Ja gut, das ist schon hardcore nervig, ne? Schnell, mach die Tür auf! So, dann hätten wir jetzt dies. Fliehe vom Hikami-Berg. Ach, mal was ganz Neues. Das haben wir ja lange nicht gemacht. Ach, jetzt bin ich aber dafür wenigstens gleich wieder hier. Naja, immerhin. Immerhin. So, dann haben wir Yuri hoffentlich wieder eingesackt. Ich dachte, bitte, wo ist sie denn? Miu hielt Yuri auf, als sie in den Nebel am See der Verstorbenen treten wollte. Die Mädchen schienen sich näher zu kommen. Beide haben frühere Eltern verloren und konnten in die Seelen anderer blicken. Sie haben also mehr gemeinsam, als sie zuerst vermutet haben. Yuri hat Hisoka noch immer nicht gefunden und Miu sucht auch weiterhin nach ihrer Mutter Migo. Die unheimliche dunkle Gestalt, die am See aufgetaucht war, könnte die Antwort sein. Aber wieso ruft sie Yuri ständig zu sich? Fragen über Fragen. Genauso ist auch die Frage, was mit diesem Mädchen ist. Ne? Finde ich auch geil. Benötigte Zeit 22 Minuten. Aber ich habe ja alleine in der ersten Folge schon eine halbe Stunde gebraucht und hier ja jetzt auch nochmal. Gut, klar, mit Ladebildschirm, aber ich bin ja jetzt nur hier gestorben. Finde ich lustig. Trophäe erhalten, der heilige Sarg. Ja, damit hätten wir den 9. Tropfen erledigt und sind im 10. Tropfen. Ich glaube, 16 Tropfen gibt es. Finde ich sehr interessant, weil Episoden 40% dastehen. Ich weiß nicht genau, wonach es berechnet wird. Weil rein theoretisch sind wir ja noch nicht mal bei der Hälfte. Aber ich hatte mal in eine Komplettlösung geguckt. Nicht, um mich irgendwie zu spoilern oder so, sondern weil mich mal interessiert hat, wie viele Kapitel es gibt. Und soweit, wie ich gesehen habe, sind es 16. Aber vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung.
Zehnter Tropfen. Ren Hojo. Finde Hui Kagamiya. Ren macht sich auf die Suche nach Rui, die nun auch aus dem Antiquitätenladen verschwunden ist. Er begibt sich in das verschleierte Haus, in das sie sich in seinem Traum begeben hat. Ach, sie? Rui ist nun also doch eine sie? Ich dachte, das wäre er. Dachte ich halt wirklich, aber einfach von den Klamotten, weil, ne, weiß ich nicht, in Japan ist es ja oft auch so, dass gewisse Figuren etwas weiblicher dargestellt werden. Deswegen dachte ich halt einfach, er wäre männlich, sie wäre männlich, aber anscheinend nicht. Und ich weiß nicht, Rui ist vielleicht auch so ein typischer Mädchenname in Japan, aber auch da kenne ich mich leider zu wenig aus. Wollte auf jeden Fall niemanden zu nahe treten oder irgendwie so. Geisterhochzeit. Ren Hojo. Hojo oder Hojo? Das frage ich mich die ganze Zeit. Das Bild sieht geil aus. Ren prüft die Aufzeichnung der Überwachungskameras und bemerkt, dass Rui ebenfalls zum Berg gelockt wurde. Er erinnert sich an den Traum, den er hatte, in dem sich Rui im verschleierten Haus auch als Watterei anwesend bekannt befand. Ren weiß sofort, dass das sein nächstes Ziel sein muss. Naja, da hatten wir ja ein paar Türen, die noch nicht aufgegangen sind, ne? Die gehen bestimmt jetzt auf. In meinem Traum war Rui im Haus des Volksgründers, das wir bereits durchsucht haben. Ich sollte dorthin zurückkehren. Vielleicht finde ich dort Hinweise darauf, wo sie ist. Das ist halt, also das muss ich auch sagen, ist halt ein Punkt, der mir an dem Spiel halt nicht so gefällt. Du wirst halt immer dann, ne, an die Orte gesetzt, kannst so kleine Bereiche immer wieder durchsuchen. Und das fand ich in den ersten beiden Teilen halt viel besser. Auch da hattest du zwar nur Bereiche, die du erstmal begehen konntest, aber du bist selber von Ort zu Ort gegangen. Und im dritten Teil war es ja dann auch schon so, dass du immer nur im Traum an verschiedenen Orten warst. Aber ich glaube, da war das auch noch ein bisschen anders als hier. Ist leider schon so lange her. Und den vierten habe ich ja nie gespielt. Ich hoffe ja, dass sie die alten Teile auch alle nochmal neu machen. Wäre halt cool, ich würde es kaufen. Ich würde es kaufen und spielen. Weil auch wenn dieser Teil für mich jetzt hier der Teil ist, den ich am wenigsten mag, mag ich ja trotzdem... Bin ich überhaupt richtig? Mag ich ja trotzdem die Spiele selbst. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich noch richtig bin. Bin ich noch richtig? Anscheinend. Ich habe gerade das Gefühl, im Kreis zu laufen. Was ist hier? Willst du Stress? Alter! Ja, wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Sie sieht ein bisschen erschrocken aus. Dich. Wir können über alles reden. Verdammt.
Mir ist dasselbe passiert wie... Ach, wie hieß sie nochmal? Fuyuhi. Ach, komm schon. Der hat aber auch irgendwer in die Suppe gespuckt. Alter. Sie denn? Ist sie jetzt tot? Ich hoffe einfach. Wo ist denn das doofe Haus hin? Hier ist dunkel, ich sehe nichts. Hallo? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Okay, dann. Ich habe gerade das Gefühl, ich laufe im Kreis. Ich war doch hier schon tausendmal, oder? Oder? War ich doch. Ich bin mir sicher. Muss ich jetzt da lang oder muss ich da lang? Ach so. Okay, dann war hier der Fehler. Yeah, Filmtyp. Typ. Hä, ich bin beim Puppen. Ach ja, stimmt ja. Ich muss ja dann. Hä, wo musste ich nochmal hin? Ja, ich musste durch in dieses Puppenzimmer. Und von da aus wo nochmal lang? Ich habe das voll vergessen. Ach ja, durch den Keller dann. Och nö. Dann lässt er mich jetzt hier wirklich den ganzen Weg nochmal latschen oder musste ich eh hier hin? Ich folge einfach der Spur. Wird schon passen. Stehen die denn hier alle so? Finde ich gar nicht gut. Ein Tagebuch mit weißen Chrysanthemen-Emblem. Es gehört dem Mädchen mit weißem Haar. Shiragikus. Bis ich 7 Jahre alt bin, bin ich bei den Göttern. Ich bin ungeboren. Wenn ich 7 Jahre alt werde, bin ich ein Mensch. Deshalb werde ich zur Stütze, ehe ich mein 7. Lebensjahr erreiche. Lange werde ich nicht mehr leben, aber als Stütze kann ich nicht sterben. Ich werde zu einer unsterblichen Blume. Ich werde für immer existieren, nie sterben. Doch werde ich auch für immer allein sein? Einfach krank. Ach ja, diese langsame Animation. Ich habe sie ja nicht vermisst, ne? Können wir dieses ganze Scheiß hier nicht jetzt ein bisschen mal beschleunigen? Schnarch!
Tja, dafür habe ich noch keinen Schlüssel, wa? Treibende Frau. Nee, nicht die. Scheiße. Oh, 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 oh. Ja, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst, dass man sich vernünftig heilt, ne? Es lädt hier so langsam nach. Hier habe ich aber die Kamera schon ewig nicht mehr aufgewertet. Ärgerlich. Nein. Auf das zu machen. Wow. Wie ich gerade alle meine Filme verschwende. Oh, das kann nicht sein, ne? Was soll denn das? Ich erwisch die nicht. Nein. Einfach weg. Meine Güte. Darauf habe ich ja gar keine Lust mehr. War mir zu stressig. Kamera, Kamera. Gucken wir doch mal, was wir bei ihm hier machen können. Nix. Verdammt. Flackern. Verlangsamt der Gegner, während die Funktion zum Schießen von 4 Fotos in Folge genutzt wird. Das wäre ja eigentlich auch nicht verkehrt. Aber ich brauche Aufladen. Hier muss ich Punkte sammeln. Nachladen ist halt einfach mal wichtiger. Wie mich das nervt, wenn ich halt so ewig kein Foto machen kann. Ladebildschirm. Oh, das Haus ist wieder da. Juhu! Es wäre auch komisch, wenn es jetzt nicht da gewesen wäre. Und geht gleich schon wieder los, ne? Weil ich hier... Ja, ach. Lass mir in Ruhe. Lass mir in Ruhe. Ich muss trocknen. Wie kann der Charakter trocknen? Geht das wirklich nur durch die Glut oder geht das auch so? Ich könnte es ja mal herauskriegen, aber bis dahin würden 200 Millionen Monster kommen. Monster vor allen Dingen. Geister natürlich. Kazuya Sakaki. Sakaki? Ach ja, wird schon stimmen. Also wenn ich irgendeinen Namen mal falsch lese, ne, bitte seht es mir nach. Lalalala, lalalala, lalalala.
Mann, nicht du schon wieder. Also dieser Geist geht mir richtig auf den Senkel. Wow. Weil einer noch nicht schlimm genug ist, oder wie? Da gibt's gar nichts. Mann, 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 ey, was ist denn hier bitte los? Eins von Ruys Tagebüchern. Herr Hoyo hat sich schon einmal auf die Suche nach mir gegeben. Er wird das sicher nicht noch einmal tun. Ich warte auf ihn. Ich werde weiterhin auf ihn warten. Das ist alles, was ich tun kann. Ist er mit Absicht weggelaufen, oder wie? Ich gehe mal da lang, wo ich auch im Traum lang gegangen bin. Zumindest so weit, wie ich mich noch erinnere. Ich finde es witzig, dass wir eigentlich Rui suchen und jetzt hier aber den Typen verfolgen. Aber naja, gut. Schließt es ja nicht aus, dass wir den nicht dann vielleicht auch finden. Ich höre hier schon wieder zu viele Geräusche. Das ist dann wieder so, ne? Diese Stimmen und so. Man denkt die ganze Zeit, na, kommt gleich ein Geist. Das macht wieder so ein bisschen unheimliche Stimmung. Das finde ich cool. Notizen des Volkskundlers 8. Die alten Schriftstücke, die in den Schreinen gefunden wurden, erzählen von einer großen Katastrophe. Die Schatten durchdrängten schwarzen Gewässer, flossen die Wasserfälle hinab und beschmutzten die Becken. Schwarzer Nebel entstand, der den ganzen Berg umhüllte. Die Sonne strahlte im trüben Scharlachrot. Die Grenzen zwischen den Welten verschwammen. Heutzutage sind die Gewässer rein und die Nebel weiß. Ob diese Katastrophe wirklich auf den Tatsachen beruht oder nur als Abschreckung dient, ist nicht bekannt. Falls diese Ereignisse sich jedoch wirklich abspäten, stellt sich mir die Frage, was den Bewohnern wohl durch den Kopf ging. Bebte der Berg in einer Hülle aus schwarzen Schatten? Wirkten die Flüsse wie lange schwarze Haarsträhnen? Sahen Leute, wie das schwarze Wasser sich seinen Weg über die Pfade bahnte? Die Wahrheit ist mir ein Rätsel. Woran ich aber keine Zweifel habe, ist die jetzige Reinheit des Wassers. Aber wenn er das sagt... So, jetzt bin ich mal gespannt, weil rein theoretisch müssten wir jetzt da sein, zumindest da, wo er im Traum war. Oh Gott, diese komische Puppe da, ne? Guck dir das Puppe an. Puppe! In der Mitte des Raums steht eine schwarze Kiste. Dunkle Flecken führen davon weg, als wäre es etwas durchsickert. Bitte, komm.
Interessant, ist er jetzt als Bräutigam sozusagen auch ausgewählt? Wo bin ich? Gute Frage. Interessant. Gut, wo wir jetzt aber sind und was wir hier machen und was jetzt eigentlich passiert, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Jetzt wird es wieder ein bisschen spannender, nachdem die Folge wieder doof anfing, weil man ja alles wieder durchlaufen musste, was man schon kannte. Ist jetzt wieder spannend, aber jetzt muss ich das alles auf die nächste Folge vertagen. Nun gut, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Ich habe euch im Abspann die Playlist verlinkt. Ja, und dann hoffe ich, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.